Hallöchen Leute, hier ist wieder Mensch Bieber mit seiner Schwester. Hallo! Ja, den Text musst du noch absprechen. Und heute gibt es mal wieder ein Fanpost-Video. Ich habe mir also wieder Unterstützung geholt, ich fühle mich heute so ein bisschen groggy. Deswegen kannst du natürlich mit deiner wunderbaren positiven Aura und deinem Lächeln alles wieder aufwerten. Und wir fangen gleich mal mit dem ersten Brief an. Und hier haben wir einen Brief von Julian, 12 Jahre alt, hat sogar noch mit Tee reingesteckt, vielen Dank dafür. Und ein paar Fragen sind mit dabei, nämlich, könntest du mehr Kombinationsvideos machen? Ja, ich habe sogar eins geplant, aber eben nicht gleich für nächste Woche oder übernächste Woche. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es ist auf jeden Fall noch auf dem Plan. Dann magst du den Modulus ECS-10? Ja, guter Blaster, aber ich meine jetzt so inzwischen Regulator und ähnliches ist einfach besser. Du brauchst nicht unbedingt mehr einen Modulus. Und ja, welche Modulus soll ich mir deiner Meinung nach kaufen? Die Regulator, die wäre gut. Und das hier ist ein Brief von Tim. Herzliche Grüße an dich, Tim. Und du hast noch ein paar Fragen. Und weil ich eben alle beantwortet habe, darf meine Schwester jetzt alle beantworten. Also, was ist dein Lieblingsbuch? Da gibt es viele, aber als letztes habe ich die 5. Welle gelesen und die war eigentlich auch ganz gut. Ach ja, die Welle ist auch ein schöner Film. Kannst du mir eine Autogrammkarte zurückschicken? Natürlich. Ja, ich glaube, das geht eher an mich, aber du kannst natürlich auch mal unterschreiben. Kriegst auf jeden Fall was zurück. Und was ist dein Lieblingstee? Himbeere und Kirsche. Oh. Wie viele Nerf Blaster hast du? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, das muss ich mal machen. Beim Arsenal habe ich dir alle aufgeführt. All deine Blaster, alle da irgendwie hingelegt. Du hast verdammt viele Bögen, möchte ich dir sagen. Und was ist 3x hoch 3 minus 15x Quadrat minus x plus 20? Ich gebe dir einen Tipp, da ist irgendwo ein Gleichzeichen oder sowas, das heißt, es ist sowieso keine Gleichung, deswegen ist es nur ein Term und den Term kann man nicht mehr umformen. Deswegen ist das Ergebnis das, was ich vorgelesen habe. Genau. Yes. Und dann noch die letzte Frage, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Und das hier ist ein Brief von Bruno, der ist 8 Jahre alt, hat nicht nur Tee mitgeschickt, sondern eben auch einen coolen Brief. Also herzliche Grüße an dich, Bruno, und danke sehr. Und ich habe mir übrigens mein Haar abgeschnitten, also falls es irgendwer bemerkt hat. Und folgt mir auf Instagram. Weißt du was, man kann Instagram gar nicht hier irgendwie oben verlinken. Ja, ich mag dir auch den Namen hinschreiben. Jo, moin Max, ich bin Yannick, ich bin 12 Jahre alt, bin großer Fan von dir. Ich mag all deine Videos, am liebsten die Nerf-Videos, was ungefähr 90% meines Kanals ausmacht. Du hast die 1 Million voll verdient. Auf jeden Fall! Und dann melden wir uns auch, sobald wir die 1 Million haben. Ja, Terminplanung, also wir müssen ihm auf jeden Fall Bescheid sagen. Mach schon mal den Termin frei für Dienstag in 10 Jahren. Okay. Und hier ist wirklich eine wunderbare kleine Karte mit dabei, wo auch richtig draufsteht Brief, damit ich das auch nicht verwechseln kann. War nichts anderes drin, aber der Inhalt ist halt echt schön. Lies mal kurz vor. Ja, irgendwie, ne? Nicht kaputt machen. Andersrum, ja. Hallo, ich heiße Sebastian. Kannst du mich bitte mal grüßen und eine Autogrammkarte schicken? Umschlag und Briefmarke ist dabei. Adresse steht drauf. Mach ich auch. Na toll. Und als wir die ganzen Briefe durchgeguckt haben, hat mich sehr gefreut. Ich sitze da so, schlitze das erstmal alles auf, guck rein. Da waren überall frankierte Rückumschläge drin. Ich habe nicht ganz nachgezählt, aber ich bin mir ziemlich sicher, es war bei so ziemlich allen hier drin. Das spart mir eine Menge Arbeit und ihr kriegt schnell euer Zeug. Also finde ich natürlich super. Ich hoffe natürlich, das bleibt auch so weiter. Und was noch cooles ist, hier sind mehrere große Pakete mit dabei. Ist also nochmal spannend. Ich weiß nicht bei allen, was drin ist, weil ich sie noch nicht aufgemacht habe. Also dranbleiben. Das ist für die Zuschauerbindung. Ja. Sehr wichtig. Und hier ist ein Brief von Mert Kahn. Und er ist 10 Jahre alt. Ja, wir müssen so ein bisschen dynamischen Text mit drin haben. Zweite Autogrammkarte kriegst du auf jeden Fall zurück. Und ich soll noch wen grüßen, nämlich die Lia. Sei gegrüßt, Lia, und sei auch herzlich gegrüßt, Mert kann. Von mir auch. Mert, we can. Lieber Max, ich heiße Valentin und schaue dich, seit du 75.000 Abonnenten hast. Und du bist einer meiner Lieblings-YouTuber. Ich hätte gerne 2 Autogramme für mich und meinen Freund Simon, der ebenfalls ein großer Fan von dir ist. Ich würde mich freuen, wenn du uns grüßt. Welchen Nerf-Blaster empfiehlst du uns? Hier ein Tee für deine starken Leistungen. Beiß dich weiterhin durch. Vielen Dank für deinen Tee, das ist hier dann spanische Orange. Außerdem nochmal herzliche Grüße an dich, Valentin und deinen Freund Simon. Und als Nerf Blaster würde ich eigentlich immer empfehlen, ja, auch für starke Leistungen. Vielleicht nicht unbedingt die spanische Disruptor, aber auf jeden Fall eine Disruptor. Oder eben eine Regulator, je nachdem. Was würdest du empfehlen von den Rebel Blastern? Bögen. Bögen sind immer gut. Ja, den rosanen. Mit den Adlerschwingen. Du weißt, welchen ich meine. Ich kenne auch die Namen nicht auswendig. Das war der Witz. Moin Bibi, ich heiße Janis, ich bin 12 Jahre alt. Ich finde deine Videos super cool. Vielen Dank dafür. Und eine Autogrammkarte kriegst du auch. Ich hatte ein paar Fragen, nämlich, welche elektrische Nerf kann man sich am besten kaufen? Du würdest wahrscheinlich sagen, die Rabbit Red. Ich würde sagen, ja, Regulator. Oder wenn du es ein bisschen günstiger haben möchtest, eine Modulus Thrive. Auch gut zum Anfangen. Und was ist besser, eine Modulus oder eine Regulator? Kannst du es mir sagen? Modulus. Und hier ist ein Brief von Lenz und er hat was ganz, ganz Besonderes geschrieben. Nicht nur, dass er meine Videos schon seit einem Jahr fast jeden Tag guckt, sondern eben,
Ja, hast du schon gesehen. Er findet deine Witze gut. Und das ist extrem selten. Darf auch mal vorkommen. Also ich danke dir herzlich dafür. Auch nochmal herzlich für deinen Brief. Und natürlich nochmal, weil wir schon bei herzlich sind, Gruß an dich. Und hier ist nochmal ein ordentliches Paket. Also es gibt noch Größeres hier. Aber damit kann man schon mal schön anfangen. Denn, ja, ich glaube, da ist was, worauf du stehst. Anschau auf Karton, hier. Drachen ziemlich leicht gemacht. Yeah, ist so ein Film. Ich fand den ersten Teil so geil. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber oh, ist der Film gut. Allein schon, wie er aussieht. Das ist so wunderschön. Fandst du nicht ohne Zahn eine Weile lang sehr cool? Ja, aber es ist ein schöner Kindheitsfilm. Nicht Kinder, das ist ein Kinderfilm, super, ist genau. Ein super Film. Allgemein. Ja, ohne Zahn ist mit der beste Charakter. Einmal kurz reingucken. Das ist hier nämlich ein ordentliches Paket. Ist auch schon, ist wieder ein Rückumschlag mit drin. Kann ich auf jeden Fall was zurückschicken. Und dann haben wir hier einen Brief von... Ja, auf jeden Fall. Hier ist eine Menge Themen drin. Komme ich auch gleich drauf zu sprechen. Werf's nicht um. Ich muss alles wieder aufsammeln. Und der Brief hier kommt von Finn aus München. Er wollte mir einen Nerf aus China schicken. Hat er sogar gemacht. Neben dem ganzen Tee. Also will ich mal ganz kurz durchgucken. Das ist bescheuert. Das ist so ein schöner Text. Den lese ich gleich nochmal vor, sobald ihr es gesehen habt. Also erst bei der Tee hier. Das hier. Oh, ein Tea Caddy Greenleaf. Habt ihr schon mal solche Teebeutel hier gesehen? Nee. Das ist, glaube ich, das gehört, glaube ich, so gar nicht. Das ist ja was ganz Besonderes. Ja. Das riecht nach Orange. Du kennst das doch immer im Laden, wo sie das immer so aufgestapelt haben. Hier, die hängen dann immer so dran. Genau das. Die kannst du einfach so nehmen. Die sind nicht mal in der Box drin. Das ist ja geil. Mich hat das eher so an Samen erinnert, wo man Rosen irgendwie anpflanzen kann oder so. Ja, allgemein, ja. Okay. Dann haben wir noch so einen. Hier sind auch so Sachen wie mediterraner Pfirsich. Oh, geil. Auch ein Pfeil drin und... Ja, cool. Hier ist noch eine Menge mehr Tee mit drin. Vielen Dank dafür. Aber jetzt kommen wir zum geilen Teil. Diese China-Nerf. Okay. Könnt ihr euch schon mal angucken. Sieht cool aus. Ist sogar noch ein Pfeil mit drin. In China-Pfeil. Das habe ich herausgefunden, weil ich viel Erfahrung dran habe. So, werde ich schon noch rausfinden. Aber der Punkt ist, er hat geschrieben, und diese Nerf kann 6 Meter weit schießen. Und sie ist 100 Euro wert, was echt eine Menge Geld ist. Also... Vielen Dank dafür, nehme ich an. Ich werde sie nicht verkaufen. Lieber habe ich da so einen besonderen Blaster und, was du zugeschrieben hast, 100 Euro wert. Sie hat aber nicht 100 Euro gekostet, als ich sie bekommen habe. Also ich hoffe, da hast du nicht viel Geld für bezahlt. Aber natürlich vielen Dank für dein Geschenk und guck dir das hier. Ich liebe diesen Blaster an sich schon. Würde man den nochmal ordentlich modden? Also hier kann man einmal dran ziehen und dann vielleicht feuern. Dann, warte, zieh mal. Oh. Du bist ein geniales, du bist ja genial. Ist sogar weit geschossen. Der hat Feuer. Ich glaube, das schafft schon ein bisschen mehr als nur 6 Meter. Also wirklich, daraus kann man eine Menge machen. Ich liebe das Handling. Hier, probier du mal aus. Du stehst da schon die ganze Zeit. Ich will. Und, gefällt's dir? Ja. Besser als die Rivalbögen, ne? Ja. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Finn. Nicht nur für den ganzen Tee, sondern eben auch für eine Möglichkeit, mich jetzt endlich gegen meine Schwester zu wehren. Auch in diesem Video. Nur, dass du Bescheid weißt. Ich habe Angst. Sehr schön. Auf jeden Fall kriegst du noch eine wunderbar beschriebene Autogrammkarte zurück. Und wie gesagt, vielen Dank für alles. Und hier ist ein Brief von Joshua, 11 Jahre alt. Und ich schicke ihm dann 4 Autogrammkarten. Ist okay, er hat hier eine frankierte Rückumschlagkarte mit drin. So, seine Frage. Meine Rapid Strike XD hat, wenn ich auflade und abdrücke, Ladehemmung. Ich wollte nur fragen, wie man das dann so behebt. Vielleicht neue Akkus reinmachen, vielleicht nochmal gucken, ob da irgendwas verklemmt ist, neue Pfeile benutzen und neue Magazine, weil vielleicht irgendwie das mit der Feder nicht stimmt. Falls das nicht funktioniert, geh am besten umtauschen, darauf hast du ja bestimmt noch Garantie. Und falls nicht, hol dir den Regulator. Und da ist auch noch was drin, nämlich, also nochmal herzlichen Dank Joshua, nämlich für, unter anderem für, ja, was da drin? Wir haben 4-mal Vanille-Tee. Vanille? Also, 4. Ich zähle 3-mal. Achso, 4-mal, sehr schön. Und 2-mal... Fußballsticker. Oh ja, wenn er wieder die Weltmeisterschaft können oder... Können wir aufmachen. Glücksklee. Glücksklee ist kein Spieler. Außerdem hat es nicht... Das sind drei Blätter. Das sind drei Blätter. Klee. Hättest du die vielleicht falsch rum? Keine Ahnung. Nein. Ich habe Kevin Kampel. Nadia Mamiri. Keine Ahnung, was das ist. Warum hast du die ganzen Premium-Karten? Sind die am Ende auch noch 100 Euro wert, aber du hast nicht 100 Euro der bezahlt? Der auch noch. Und der auch noch. Ich möchte nämlich die Namen nicht aussprechen, oh ja, bevor der, ich die falsch ausspreche. Den kenne ich. Ja, also wenn die Karte am Ende 1 Million Euro wert ist, dann gehört sie jetzt mir, ne? Okay. Ja, also vielen Dank dafür. Vielleicht werde ich irgendwann mal Millionär wegen dir. Und dann nochmal herzliche Grüße an dich, Joshua. Und das ist ein Brief, auf den ich mich sehr gefreut habe. Der kommt nämlich von Ben. Und wer Ben nicht kennt, der war schon bei der letzten Fanpost mit dabei. Und der hat mir auch wieder geschrieben, ja, ich bin Ben, ich bin immer noch 10 Jahre alt. Was aber gut zu wissen ist. Nicht, dass ich wieder einen Geburtstag verpasst habe, ne? Und er ist die Battle Scout dann losgeworden. Er hat mir beim letzten Mal geschrieben, übrigens, ich möchte die Battle Scout loswerden, verkaufen und mir dafür eine Rhino-Feuer holen. Und jetzt ein Fortschritt ist, er ist die Battle Scout tatsächlich losgeworden. Wer weiß, vielleicht noch in den Mülleimer. Ist doch gut. Und er hat die Rhino-Feuer. Respekt! Dieser fette Blaster, weißt du noch, mit den 2 Magazinen? Ja, ja. So. Ach, die! Ja, die! Oh. Die, von der es mal eine Sorte gibt.
Ja, auf jeden Fall richtig geil. Da ist sogar noch Themen von dir mit dabei. Also vielen herzlichen Dank dafür. Ist auf der Rückseite sogar nochmal ein ordentlicher Biberkopf mit dabei. Ja, und ich wünsche dir natürlich noch herzlich viel Glück damit. Und ich hoffe, du kannst den einen Typen, der jetzt die Battlescout gekauft hat, mit deiner Rhino Fire ordentlich abziehen. Und hier ist ein Brief von Lasse, sogar noch mit ein paar Fragen. Also erstmal natürlich herzliche Grüße an dich, Lasse. Und natürlich noch an deine Freunde namens G. und F. Weil du wolltest den Namen nicht sagen und deswegen einfach nur... Ja, der Grüße ist an euch. Grüße an euch. Krieg ich doch nochmal Autogrammkarten von mir zurück. Und dann noch ein paar Fragen, wie zum Beispiel, wie viele Nerf hast du insgesamt? Zu viele. Definitiv. Also beim Arsenal kannst du vielleicht mal nachzählen. Wie haben deine Eltern auf deinen YouTube-Kanal reagiert? Sie haben mitgeholfen. Definitiv. Und dann haben wir noch, wie viel YouTube-Money bekommst du? Genug. Eigentlich irrelevant. Ich kann mir davon neue Nerf-Blaster kaufen. Und machst du Sport? Wenn ja, welchen? Ich bin im Schwimmen und Fechten. Herzlichen Glückwunsch zu dir. Schwimmen und Fechten sind zwei coole Sportarten, die ich auch gut finde. Ich bin beim Nerf-Sport. Und die Kamera und hat gleich... Und ich reite. Speicherkarte ist gleich voll. Herzliche Grüße an dich. Tschüss. Synchronisiert. Und die Sache ist ja immer, naja, die Kamera nimmt nur eine halbe Stunde auf, danach ist die Speicherkarte an der Stelle voll, es wird unterbrochen und wir müssen neu starten. Die halbe Stunde war gerade um. Tut Deswegen hetzen wir immer zum Schluss so. Ja, so ein bisschen. Am Soll Anfang, nicht einfach am Anfang nehmen wir uns schön Zeit und warten und am Ende... Auf jeden Fall herzliche Grüße an dich und außerdem machen wir jetzt mal ein größeres Paket. Ja, das hier. Ganz schwer. Lass los. Die Sache mit dem Paket, ich konnte mir jetzt schon denken, was es war. Ich habe es noch nicht geöffnet. Das ist nämlich von der Firma Blitzwolf. Und die haben mich angeschrieben. Also ist so eine Firma für zum Beispiel Kopfhörerverkauf und sowas, ne? Mhm. Die haben da ein schönes Logo drauf. Ich finde den Namen ganz cool, ne? Und dann haben sie mir eine E-Mail geschickt. Hey, wir haben dir was geschickt. Und ich dann so, okay, gut, mache ich das mal in einem Fanpost-Video auf. Und das ist jetzt das Fanpost-Video. Und ist tatsächlich angekommen. Ich kann es dir nochmal kurz zeigen. Hier, noch alles original verpackt. Sieht sehr schön verpackt übrigens aus. Die haben in der E-Mail geschrieben, ja, wir haben dir mal so reingepackt und noch so ein bisschen was Überraschungspaket. Und ja, ich bin auf jeden Fall überrascht. Blitzwolf, ein Solarpanel. Das heißt, man kann das auslegen, hat man so eine kleine Solarfläche und kann sich damit das Handy laden. Und hier haben wir dann schon mal diese Packung. Das ist richtig nochmal eine ordentliche Tasche. Hier ist noch Plastik. Hier richtig nochmal mit einem Loch reingestanzt und da drin sind vier Karabiner. Vier solche Dinger. Das ist natürlich super praktisch, um sich das noch irgendwie ranzuhängen. Und ich glaube, sowas könnte man tatsächlich nur in die Schule mitnehmen. Da steht übrigens 20 Watt Solarcharger drauf. Also, oh, das ist ordentlich. Das ist ordentliches Material. Das geht nicht so leicht kaputt. So, da drin sind nochmal Taschen. Soll ich dir das abnehmen? Alles gut. So, hier sind nochmal ein paar Taschen. Kann man hier zum Beispiel reingucken oder was lagern. Aha, hier ist dann hier... Die Steckdose, da ist noch ein Kabel mit dabei, kann man auch hinstecken und darüber würde man auch das Handy laden. Und dann kann ich das jetzt hier einfach so ausklappen. Ist tatsächlich ein bisschen kleiner, als ich gedacht hatte, aber ist auch wunderbar. Kannst du natürlich auch, ihr kennt das natürlich, wenn man sich dann an den Strand legt und sonnen möchte, macht man einmal diesen hier, ne? Genau das kann man hier machen. Und eben, wenn man sich da sonnt, wird nebenbei das Handy geladen. Es lädt anscheinend, ist nochmal abgebildet, bei schönem Sonnenschein, bei leicht bewölkt, aber nicht bei Regen. Das ist nochmal hier angezeigt. Also das Ganze ist... Sehr schön stabil, gefällt mir auch. Ich würde es jetzt nicht fallen lassen oder sowas, da geht es dann vielleicht kaputt. Aber ich finde auch besonders schön, dass du tatsächlich diese eingestanzten Ringe hier hast und auf der Unterseite. Wenn du es irgendwie anhängen möchtest, bestimmt, kannst du es auch so über die Wäscheleine packen in die Sonne. Das wär voll geil. Naja, kann man auf jeden Fall irgendwo mitnehmen und von unterwegs bestimmt sehr praktisch. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an die Firma Blitzwolf. Und ich denke mal, ich werde auch eine Möglichkeit finden, das noch irgendwie zu verwenden. Jetzt besonders mit dem Sommer. Wenn er mal kommt. Ja. Er hat jetzt gerade so 2 Tage Sonne. Jetzt ist es wieder komplett... Und davor so 30 cm Schnee. Und jetzt ist es wieder nass und kalt. Und windig. Überschwemmung. Ja, also falls ihr irgendwo mal Wind hört, das liegt einfach daran, dass das Wetter scheiße ist. April kann sich wieder nicht entscheiden. Wir haben Aprilwetter. Ja. Übrigens, Link ist in der Beschreibung zu dem Solarpanel, falls euch das interessiert. Es war jetzt kein Review. Ich weiß nicht, ob das Ding auf lange Sicht gut sein wird, aber... Falls man kann es mal ausprobieren. Wenn man mal nachgucken möchte. Und das ist ein Brief von Justus, der ist schon seit 5000 Abonnenten mit dabei. Guckt auch seitdem die Videos. Vielen Dank dafür. Und natürlich nochmal herzliche Grüße an dich. Und ich bedanke mich nochmal sehr herzlich für das, was du reingepackt hast. Das hast du schon gesehen. Nämlich nicht nur mal 2 Teebeutel, sondern eben auch das Ding hier. Kennst du das anscheinend irgendwo her? Die konnte man mal, ich glaube, beim Netto oder so sammeln. Und das sind so nur Plopp-Dinger. Nicht, dass das Ding am Ende auch 100 Euro wert ist. Und das ist ein wunderbarer Brief von... Theo, Lena und Tom. War ein bisschen schwer zu lesen. Und bitte schreibt nicht mit einem gelben Stift, weil es kann man schlecht lesen. Jetzt beschwer dich doch nicht. Der Brief sieht halt super aus, ne? Da wurde jedes Mal ein bisschen auf eine andere Farbe gesetzt. Geld kann man nicht so gut lesen, aber sieht dafür auch schön aus. Und hier oben sogar mit Goldschrift Magic Lieber drauf geschrieben. Also damit wir auch alle wissen, für wen dieser Brief ist. Denn derjenige freut sich sogar. Naja. Ihr kommt auf jeden Fall ins Fanforce-Video, wie ihr euch gewünscht habt. Und Autogrammkarten kriegt ihr auch zurück.
Seid gegrüßt. Und dieser Brief ist von Luca. Und ich soll nochmal seinen Freund grüßen. Leider steht der Name nicht drauf, aber sei gegrüßt Luca und sei gegrüßt. Freund von Luca. Genau. Und dann nochmal PS. Liebe Grüße an dich. Ja, liebe Grüße zurück an dich. Ohne PS. Einfach und nur so. Dankeschön. Das ist übrigens auch eine andere Methode für ein Weißabgleich. Wir haben extra Karten dafür. Aber früher haben wir es immer so gemacht. Also ich habe es immer früher so gemacht. Hast daneben gestanden. Nee, aber tatsächlich hier, weiße Karten, ne? Früher mit dem DIN A4 Blatt. Komplett weiß. War immer sehr praktisch. Schickt uns mehr weißes Papier, dann können wir uns die Karten sparen. Ja, ist da was drin? Tipp. Sehr schön. Herzkirsche. Bist du nicht vergessen worden? Dankeschön dafür. Ja, also herzlichen Dank an Niklas, der hat den Brief hier geschrieben. Freut sich auch sehr über die Nerf-Videos. Ich freue mich sehr über deinen Brief. Herzliche Grüße an dich. Und Herzkirsche, ist das nicht deine Lieblingssorte? Irgendwie? Was ja, mit Kirsche? Himbeer. Jetzt sei mal nicht so. Also, wir herzen dich sehr, Niklas. Vielen Dank für deinen Brief. Und für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, gibt's jetzt noch ein Paket. Und darüber freue ich mich auch sehr. Ich habe es noch an der Seite einmal kurz aufgemacht. War auch schön, ne? Nicht drachenziehend leicht gemacht, aber auf jeden Fall nochmal schön was draufgeschrieben. Du bist eintönig. Du bist der beste YouTuber. Yeah. Deswegen ist es doch bemalt. Muss nicht immer so fies sein. Ach, scheiße, ich muss doch aufmachen. Ich dachte, du hast schon aufgemacht. Ja, nee, habe ich nicht. Aber dafür ist mein Messer ja total scharf. Und dazu kann man sich auch ein Video ansehen, wie ich bereits sagte. Hör auf, ich schneide das. So, dann haben wir das auch mal geschafft. Was haben wir denn hier? Ein Brief. Hallo Magic Bieber, ich bin Valentin. Wieder ein Valentin. Den Namen, den ich nicht aussprechen kann. Der müsste eigentlich zum 14. Februar angekommen sein. Das wäre viel lustiger gewesen. Also, Valentin, ich habe dir schon mal einen Brief geschrieben. Ach, kann es der gleiche sein? Wer weiß. Ich habe schon mal einen Brief geschrieben, doch das ist mein Hauptgeschenk und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir neben der Autogrammkarte noch einen Elite dazu schicken könntest. Das kann ich auf jeden Fall machen. Also herzliche Grüße dann von Valentin, herzliche Grüße zurück und meine Fresse! Ich dachte so von wegen, auch der eine Typ, der hat uns ein paar Packungen Tee geschickt, das ist ja viel zu viel. Ich will normalerweise eigentlich gar keinen Tee, ich brauche gar keinen Tee mehr. Und wir haben sehr viel Tee, das müsst ihr wissen. Ja, und du trinkst doch nicht mal. Aber gut, jetzt ist gerade Erkältungszeit, vielleicht kann man das gebrauchen. Hier ist noch ein verkehrter Rückumschlag, kriegst du auf jeden Fall was zurück, sogar meinen besten Elite-Dart. Hoffentlich überlebt er die Post. Dann hier nochmal das zur Seite packen. Ich bin seit 3 Wochen krank, ne, also. Ja, wird mal Zeit, dass du dich mal ein bisschen besserst. Ach, hier. Das kenne ich irgendwoher. Ja, okay, ich möchte nur mal kurz zeigen, weil ihr das so ganz schwer seht. Valentin, Valentin. Meine Fresse. Entspannung kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Harmonie für Körper und Seele und dann ist hier Waldbeere. Auch sehr geil. Ist bestimmt noch mal was mit Himbeere mit bei. Ja, was ist hier noch? Ganz viel anderes, cooles Kramzeug. Holunder-Limette und Sanddorn-Erdbeer und Spanisch-Orange gleich eine ganze Packung. Also ich muss hier eine ganze Menge ausprobieren. Du musst mir definitiv damit helfen, sonst wäre ich in den nächsten 40 Jahren nicht damit fertig. Vielleicht in 10 Jahren, wenn ich dann auch die Millionen Abonnenten habe, ne? Du kennst ja den Termin. So, also vielen herzlichen Dank dafür. Valentins Brief kommst du auf jeden Fall von mir zurück. Willst du auch nochmal unterschreiben? Schickst du noch einen Schickst du noch einen Nerfy Bell-Pfeil damit? Ja. Also, du weißt, was dich erwartet und noch herzliche Grüße an dich. Ich habe sogar noch einen gefunden. Den schicke ich dir dann mit dem Blaster rüber. Gleich mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Warte mal. Kannst du treffen? Nicht unbedingt die Kamera, aber versuch. Irgendwie hat es funktioniert. Also, der wird auf jeden Fall bei dir ankommen. Und dann freue dich schon mal drauf. Wir haben uns auf jeden Fall über den Brief gefreut. Herzliche Grüße an dich. Sagt man... Achso, von mir auch. Und der Brief ist von RTL, 10 Jahre alt, guckt die Videos schon seit 2 Jahren. Also schon eine recht lange Zeit. Und Hashtag, bist der beste Nerf-YouTuber ever, ist kein Geschleime. Das ist der beste Hashtag, den ich jemals gesehen habe. Kein Geschleime. Und das Beste ist, wenn du den eingibst, das ist ein Link zu Instagram, zu deiner Instagram-Seite. Stimmt. Exakt. Das eingeben. Wir dachten nicht, dass irgendeiner rausbekommt, aber das ist tatsächlich die URL. So ja. Funktioniert das. So, und dann haben wir vom Air-Tay ein bisschen Früchte-Tay, irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also, hier ist nochmal Früchte-Tay mit dabei. Und Air-Tay, herzliche Grüße an dich, vielen Dank für deinen Brief. Hat übrigens Wiedererkennungswert, der Name. Ich würde einen YouTube-Kanal damit aufmachen. Der Brief kommt von Jason und Damien, 2 coole Typen, und die haben den Brief zusammengeschrieben, deswegen deren Logik. Ja, auf jeden Fall 2 Autogrammkarten, kriegt er auch zurück. Und außerdem haben sie noch ein paar Bilder mit dazu gepackt und einen Tee. Und den hast du schon. Genau, der gehört jetzt mir, weil das ist Erdbeer-Himbeere und... Der wird bestimmt schmecken. Du willst nichts anderes, also bitte behalte den, aber pack den ordentlich weg, sonst surfe ich den weg. Auf jeden Fall das zur Seite packen. Und dann haben wir hier nochmal von den versprochenen Bildern ein Nerf-Logo, schön aufgemalt. Ist natürlich gelb, jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, aber
Ja, man erkennt es auf jeden Fall. Besonders, weil du das so schön vorhältst. Ne? Machst du wieder Weißabgleich oder ja, Gelb-Rot-Abgleich, irgendwie sowas. Dann haben wir hier nochmal Magic Bieber und ich beiß mich durch aufgezeichnet mit. Und das ist nicht nur irgendwie 3D gezeichnet, das ist tatsächlich da in 3D ein Elite-Pfeil. Kann ich auf jeden Fall benutzen. Jetzt sogar mit dem neuen Blaster. Also damit werde ich irgendwem bestimmt nochmal bei einem UNC-Battle irgendwie Schwierigkeiten machen. Und das Geilste, was jetzt überhaupt... So, was ganz Geheimes, ne? Ich habe ja einen Merch-Shop, Link in der Beschreibung, aber da müsste ich eigentlich nochmal einen neuen T-Shirt-Aufdruck reinmachen, nämlich mit dem, was Jason und Damien hier angefertigt haben. Also, wer auch immer von euch beiden dafür verantwortlich war oder falls ihr es zusammen gemacht habt, das ist was richtig ordentliches. Also richtig nochmal auf ordentlichem laminiertem Papier und alles. So geil! Das ist ein Biber mit dem Hut. Die Leute tragen zu wenig Hüte, hat mir Monty Python beigebracht. Na, Raptor Strike unten dran, also... Besser geht's ja nur wirklich nicht. Und das wäre ein super T-Shirt-Aufdruck. Und an euch beide nochmal ganz herzliche Grüße und dann am Ende zwei Autogrammkarten. Von mir auch. Auch Autogrammkarten oder nur liebe Grüße? Auch Autogrammkarten. Na, jawohl. So, und jetzt haben wir noch zwei Pakete, was richtig ordentlich ist. Nämlich einmal, das sieht nochmal nach Blitzwolf aus, weil das hier nochmal so die gleiche Verpackung ist, oder zumindest eine sehr ähnliche. Und dann auch nochmal ein sehr großes Paket, wo es auch nochmal um zukünftige Videos geht. Ja, dranbleiben. Ich habe da nicht was organisiert. So, möchtest du das aufmachen? Gerne. Ohne was kaputt zu machen? Dann gebe ich dir jetzt mein Messer. Wenn irgendwas von den beiden überleben soll, bitte die Messer. Ich gehe es auch ohne. Wow, danke. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen... Das wäre mir gerade fast runtergefallen. Dich müsste ich eigentlich wirklich buchen für die ganzen Nerf-Reviews, damit du die ganze Last einfach so einfach aufreißt. Na, ah, jetzt kommst du nicht mehr weiter. Ich möchte es nicht kaputt machen. Natürlich. Auch wenn ich nicht weiß, was drin ist, aber... Jawohl. Die haben mir, da haben sie mir tatsächlich geschrieben, was drin ist. Wollte ich sie überraschend nicht versauen, aber ich glaube, ich weiß, was es ist. Das ist nämlich... Nee, doch nicht ganz. Ach doch. Ja. Es sind zwei Sachen auf einmal drin, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hier ist nämlich ein Lautsprecher drin. Bluetooth-Lautsprecher, hier nochmal ordentlich eingepackt. Also tatsächlich was ich gebrauchen konnte. Müssen wir auf jeden Fall teilen, dann hören wir aber nur meine Musik. Meatloaf 24/7, die ganze Zeit. So, bitte nicht. Einmal aufmachen. Ist aber sehr handlich. Mein Vater hat nochmal einen Bluetooth-Lautsprecher irgendwo rumliegen. Die Dinger sind ja riesig, ne? Das Ding ist tatsächlich schön klein. Würde man das mit zur Schule nehmen? Ich glaube ja nicht. Dafür sind Kopfhörer besser. Ja. So, und Bedienungsanleitung sei Dank, habe ich das Ding jetzt endlich mit dem Handy verbunden. Also man hat hier oben auch die ganzen Knöpfe. Das funktioniert tatsächlich nur mit den vier Knöpfen. Lauter, leiser, Stopp oder weiter und dann hier noch anschalten und sowas. Also ist auf jeden Fall recht einfach. Ist sogar noch Strom drauf gewesen. Kannst du mal kurz zeigen, so rumdrehen ein bisschen. Yeah, richtig cool. Ist eben auch ein ordentliches Metall. Hier ist das hier Auxiliary-Kabel, kannst du da reinstecken. Kannst du so über Kabel machen oder hier mit Handy-Kabel. In die Ladekabel, weiß nicht. Muss bestimmt auch irgendwann mal laden. Und ja, das Modell heißt übrigens BW-AS1 und BW steht wahrscheinlich wieder für Blitzwolf. Ist auf jeden Fall noch in der Videobeschreibung, falls es irgendwie interessiert. Aber jetzt kommen wir zu dem Praxistest, nämlich natürlich mit dem Song laufen. Ich habe extra einen ausgesucht, damit wir uns nicht wegstriken. Das ist aus der YouTube Audio Library. Irgendwas mit ordentlich viel Bass. So, mal lauter schalten. Kann man auch am Handy lauter schalten. Yeah, wird mal mit, sonst fühle ich mich blöd hier. Yeah! Das schaltet echt, das haut echt eine gute Menge an Bass raus für die kleine Größe. Ich kenne mich jetzt natürlich auch nicht mit Bluetooth-Lautsprechern aus, aber der ist ganz schön laut. Haut echt gut raus. Ja, ne, wenn er mal langweilig ist, kann man auch Stereo rausmachen. Was ist das für ein Lied? Das! Ah! Kennst du das nicht? Nee. Den voll viele. Warte mal. So, dann kann ich das hier erstmal, glaube ich, stoppen. Hoffe ich mal. Ja. Irgendwie einmal funktioniert aufdrücken. Ist auch egal. Kennt ihr diese Big Bang Theory Folge, wo sie dann am Ende so einen Lautsprecher haben und da packen sie so eine Paste drauf und die springt dann richtig rum? Genau das kann man hiermit auch machen. Nur kann man das eben von A nach B stellen, ohne dass irgendwas drehen wird und so weiter. Oder auch, ja, für unterwegs ist das echt geil. Oder ich glaube, du kannst es auch als Freisprechanlage benutzen. Ja. Ich habe hier irgendwas hier gelesen. Das Ding ist ja geladen, geliefert worden. Das ist halt echt geil noch zusätzlich. Könnt ihr bestellen, also wumm, sofort rausnehmen. Hat echt guten Klang und ist hier auch nirgendwo scharfkantig. Hast du dich irgendwo geschnitten? Na, noch nicht. Ja, auf der anderen Seite sind, glaube ich, sogar noch Stoppe, falls du es auf Glatteis benutzt, dass ihr das nicht wegschwimmt. Ist halt, ich finde das halt bis halt... Ich ist das, geil. Ja, ich finde das bisher halt echt geil. Was ist so? Also das war jetzt auch ein eher basshaltigeres Lied. Ging alles gut abgespielt, mit der Größe gut. Man kann trotzdem noch damit so als Ghetto-Box rumlaufen, ne? Yeah! Durch die Straßen in den 80ern. Fehlt nur noch die Frisur dazu. Ja, also echt geiles Teil. Ich habe das natürlich noch nicht auf lange Sicht getestet, aber bisher kann ich es nur empfehlen.
Und ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und das war jetzt Audio. Und jetzt haben wir noch was Visuelles. Da haben wir nämlich noch ein zweites Paket. BW, ja, wie der Blitzwolf, Bindestrich T1. Ich glaube, es steht für Taschenlampe 1. Weil ich erinnerte mich, sie schrieben was in der Art, weil ich habe jetzt so oft Taschenlampen vorgestellt, obwohl ich gesagt habe, ey Leute, ich will ja nicht gar keine mehr vorstellen. Ist doch jetzt langsam genug. Gut, habe ich noch eine zugeschickt bekommen. Jetzt habe ich mir auch was angesehen. Andere Seite. So, dann kann man das hier noch einmal rausnehmen. Ja, okay, Salz. Willst du das Salz haben? Sehr schön. Und du brauchst ja sowieso noch eine Taschenlampe, um die ganzen Haare, um die Hasen rauszubringen und sowas, ne? Ja. So, wenn du abends zum Hasenkäfig gehst. Das ist auch eine schöne Verpackung, also auch recht wertig. Dann hier wieder eine Bedienungsanleitung. Ja, geht recht schnell. Und dann ist hier die Taschenlampe. Willst du mal ausprobieren? Die ist leicht. Ja. Ich hätte echt gedacht, die ist schwer. Ich weiß, warum die leicht ist. Mach's mal an. Oh. Okay. Kein Akku drin. Hab nämlich wieder die Bedienungsanleitung gelesen. Es ist tatsächlich so, hier sind zwar 750 Lumen mit drauf und das ist echt nicht schlecht für so eine Taschenlampe der Größe. Ich hatte schon mal Besseres mit dabei, aber tatsächlich ist nicht so die Lumenanzahl wichtig, ne? Ist eigentlich egal, aber das Wichtige ist, da ist keine Batterie mit dabei. Man braucht eine 18650er Batterie und so ein Ding habe ich ja noch übrig. Das ist halt sehr günstig, wenn da kein Akku drin ist und auch kein Ladegerät dafür. Vorausgesetzt, man hat eben sowas noch rumliegen. Dann ist das natürlich besonders gut, wenn zum Beispiel die Haupttaschenlampe kaputt geht und man das dann irgendwie nachordern möchte. Dann ist sowas vielleicht... Habe ich das falsch rum? Ich glaube, es gehört so rum. Nee, halt, war wirklich falsch rum. So. Dann reinmachen und dann kann es losgehen. Ich benutze ja die andere Taschenlampe nicht so häufig. Vielleicht ist das hier dann besser. Oh, du hast ja noch angeschaltet gelassen. Ja, dann kann man das nochmal so zeigen. Ist aber auch mit Akku nicht so schwer. Ach ja, wenn du es von 1,50 Meter runterfallen lässt, dann überlebt es die Taschenlampe. Außerdem so IPX8 Wasserschutz. Ich glaube, das waren 1,5 Meter, 2 Meter Wasserschutz. Also falls du es 1,5 Meter ins Wasser fallen lässt, geht das auch. Und mal so ein kleines Mini-Review. Wir haben dann hier diese ganzen Modi, die man einschalten kann. Es ist ja jedes Mal. Wenn man die Taschenlampe wechselt, jedes Mal, wie schaltet man die Taschenlampe an? Jedes Mal Kulturschock. Aber gut, hier haben wir den kleinen Modus, den wir schon gesehen haben. Und der hält dann 199 Stunden, wie es aussieht. Und hat 7 Lumen. Dann wieder ausschalten und wieder an, also für Schlüssel suchen und sowas reicht das, ausmachen, wieder anmachen und dann ist das nächst höhere. Das ist dann der mittelmäßige mit 250 Lumen und der hält dann 5,7 Stunden. Und dann haben wir den hohen Modus mit dann den 750 Lumen, hält 3,5 Stunden. Und wenn man den jetzt ausschaltet und wieder anmacht, dann haben wir den Stroboskop-Modus. Der ist natürlich dann für die Epileptiker unter euch vielleicht nicht so gut geeignet, deswegen Warnung jetzt. Ich sage euch, wenn es wieder vorbei ist, wieder anschalten. Was? Das so lange gewartet. So, da kann man den jetzt wieder anschalten. Und naja, Stroboskopmodus, wie man halt so üblich ist, hält auch 3,5 Stunden, wie es aussieht, und hat auch wieder diese 750 Lumen. So, Epileptiker können jetzt wieder zugucken. Und hier steht übrigens nochmal, die Taschenlampe, wenn man die zu lange anlässt, dann wird sie natürlich ein bisschen warm. Muss man also darauf achten. Und ich habe natürlich auch ein paar teurere Taschenlampen, also viel, viel teurere Taschenlampen. Die haben auch ein bisschen mehr Leistung, also über 1000 Lumen ist da öfter mal schon mal drin. Aber so eine 750 Lumen Taschenlampe reicht eigentlich vollkommen aus. Das ist halt sehr günstig, weil du weder Ladekabel noch Akku noch irgendwie ein Ladegerät hast, ne? Und dafür reicht es eigentlich. Wenn du sowas noch übrig hast oder irgendwo mal günstig siehst, kannst du es mitnehmen, dir die Taschenlampe hier holen. Und wenn du jetzt zum Beispiel deine Hasen rausbringst oder wenn du einen Hund hättest, wäre es glaube ich gerne ein Hund, ne? Wenn du mit dem Hund Gassi gehen willst am Abend, reicht vollkommen. Oder für eine Nachtwanderung. Machst du Nachtwanderung? Hatten wir mal früher am Stall. Echt? Mhm. Wandert ihr einmal so durch den Stall? Nee, durch den Wald. Ihr habt einen Wald im Stall und noch herzlichen Dank an Blitzwolf, die uns dann die drei Pakete zugeschickt haben. Ist halt echt geil. Jetzt kannst du nicht nur in der Nacht damit rumlaufen, Nachtwanderung im Stall, im Wald machen, sondern du kannst auch, wenn es dann mal wieder Tag ist, das Solarpanel rausholen und dann damit deine Box betreiben und dann, ja, ordentlich Sommerhits spielen mit viel Bass. Also das, was vorhin kam, das war... Was war das für ein Lied? Naja, jetzt geht's nochmal an ein anderes Paket, nämlich wieder von einem Zuschauer. Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, euch das nicht zu zeigen, ist als Überraschung zu tarnen, aber der Timo hat uns eben was zugeschickt, extra, um ein Video dazu zu machen. Und dann muss ich auch demnächst unbedingt ein Video zu machen. Hier, könnt ihr mal ganz kurz gucken. Wir haben hier einen ordentlichen Blaster, sind ein paar Pfeile rausgefallen, aber das ist die Datec Swarmfire. Ich habe ja, glaube ich, nur einen Datec Blaster und das ist jetzt hier gleich so ein Riesenteil. Und wir haben da nicht nur noch Pfeile drin und sowas, sondern tatsächlich wird das noch zusammengebaut mit hier der Schulterstütze. Die kommt da hinten. Oh. Ein ordentliches, fettes, richtig geiles Teil. Muss ich unbedingt vorstellen. Ich glaube.
Okay, Batterien sind auch nochmal drin. Kann also praktisch schon losgehen. Ja, also wie gesagt, herzlichen Dank an dich, Timo. Ich musste unbedingt noch irgendwie eine Autogrammkarte zuschicken. Mal sehen, vielleicht ist sogar noch ein Umschlag mit drin. Und was hältst du so von dem Ding? Besser als ein Bogen oder schlechter? Besser auf jeden Fall. Aber sowas von. Und das bedeutet, wir haben jetzt nicht nur genug Tee für die nächsten 10 Jahre, sondern wir können ihn auch nochmal mit ordentlichen Blastern verteidigen. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr. Herzlichen Dank nicht nur an Timo, sondern eben an alle von euch. War wieder eine wunderbare Episode, hat auch viel Spaß gemacht mit dir. Ich war überrascht. Wir kommen ja eigentlich nicht so gut miteinander klar. So, das war's jetzt allerdings auch. Wie gesagt, hat viel Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Wir sind dann bei der nächsten Fanpost-Episode. Kommt auch hoffentlich bald. Ich hoffe, ich kriege auch das recht schnell fertig geschnitten. Und ihr könnt auch Sonntag 9 Uhr wieder mit reingucken. Da gibt es nämlich ein nächstes Blaster-Video. Vielleicht sogar irgendwann zu dem Blaster hier. Oder ich habe eben auch so ein Messer-Video gemacht, falls euch das interessiert. Ist auf jeden Fall noch irgendwie irgendwo hingepackt. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Verabschiede dich am besten mal. Tschüss. Ja, bis dann. Haut rein. Euer Magic Bieber. Ciao.